Moin Moin, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Niemandsland Let's Play. Das ist der zweite Teil und ich würde sagen, jetzt erstmal. Okay, also wie ihr seht, ich habe hier das Feld noch fertig angesät. Damit hatten wir ja in der letzten Folge aufgehört. Und ich habe mir was überlegt. Wir haben ja den Böckmann-Anhänger. Und ich muss mal kurz was gucken. Britta, sondern Holz, Hackschnitzel. Oh, ich kann kein Holz verkaufen. Das ist jetzt etwas blöd, denn ich habe mir vorher auch keine Verkaufsstation platziert, wo man Holz verkaufen kann. Und bei der alten Niemandsland, da hatte man hier ja noch so ein, ich weiß gar nicht mehr wo, aber da gab es auf jeden Fall ja noch so einen Holzhäcksler, so einen festen, wo man dann auch immer gleich das Geld bekommen hat. Den gibt's hier ja jetzt nicht mehr, sowohl auf der Niemandsland als auch im Basisspiel. Von daher muss ich kann mir das eh nicht kaufen. Ich guck einfach nur mal so, wie das sein würde, wenn ich mir hier jetzt eine Verkaufsstation kaufe. Genau, oder? Biomasseheizkraftwerk. Okay, die nehmen gar keinen, oder doch? Den, warte, ach so. Nochmal gucken. Und vielleicht war ich gerade auch einfach lost und hab das Icon nicht gesehen. Ich wusste gerade nämlich gar nicht mehr, wie das Holz-Icon aussieht. Okay, nee, gibt's tatsächlich nicht. Also, falls ich's doch übersehen habe, dann tut's mir leid. So, aber ich bin der Meinung, dass man hier kein Holz verkaufen kann. Genau, und das kostet 40.000 Euro. Okay, dann kann ich mein Holz jetzt erstmal nicht verkaufen. Aber damit ich erstmal irgendwie an Geld komme, habe ich eine Idee. Da ich erstmal eh noch keine Hightech-Sachen habe, könnte ich einfach die Wetterstation hier verkaufen. Und das mache ich jetzt einmal mal. Gibt immerhin 2.100 Euro. Und dieses nervige Gepiepe ist weg. Das hat mich auch schon die ganze Zeit genervt.
Und ich gucke noch mal in dieser Karte. Da sind mir hier nämlich so merkwürdige Symbole aufgefallen. Ich gehe mal gucken, was das ist. Also das da sind offensichtlich meine Fahrzeuge hier und da vorne im Unterstand. Vielleicht sind es ja auch noch welche. Da. Das ist ein Trecker, glaube ich. Das ist ein schicker Trecker. Ein Deutz. Der sieht auf jeden Fall sehr kräftig aus. Ein Knicklenker. Damit lässt sich auf jeden Fall, glaube ich, arbeiten. Aber ich frage mich, was dann das andere noch ist. Dieser Punkt. Warte, ich guck mal, der ist hier auf der anderen Seite vom See. Mich aber, was es ist. Da ist was. Das sieht mir nach einem Mähwerk aus. Oder? Ja, ich glaube. Da brauche ich dann mal den Steier. Okay, und jetzt kurz in eigener Sache. Ihr müsst auf eurer Niemandslandkarte nicht nach sowas suchen. Die habe ich mir jetzt von den 100.000 Euro, die man sonst Startgeld hat, gekauft. Und ja. Ach so, und ich fahre jetzt auch, wenn wir längere Strecken haben, mit dem Lenkrad. Ich habe nämlich ein Lenkrad zu Weihnachten bekommen. Und jetzt auch einen Tisch dazu. Und dann kann ich jetzt auch größere Strecken mit dem Lenkrad fahren. Aber wenn ich dann viel rumlaufen muss, fahre ich doch eher mit dem Controller, weil ich hier keinen Joystick oder so habe, dass ich laufen kann. Und ich kann mich zum Beispiel auch nicht umgucken im Trecker. Aber ich finde, es ist immerhin schon mal etwas. Ja, du hast aber auch eine Fronthydraulik. Und manchmal fahre ich auch einfach. So ein Mischmasch zum Beispiel, gerade gebe ich einfach mit dem Pedal Gas und lenken mache ich aber mit dem Controller. Lenken tue ich mit dem Controller. Und ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, was ihr besser findet, wenn ich hinter mir die Drohne fliegen lasse oder wenn ich euch die Ego-Perspektive zeige. Aber an sich ist ein Mähwerk ja schon mal echt was Gutes. Und zwar, dann könnten wir hier auf dem Stück, was uns gehört, Gras mähen. Und da ist ja schon viel Grasfläche.
Das Einzige, was ich dafür noch bräuchte, wäre ein Ladewagen. Und das Gute ist ja, mit dem Geld, was ich durch den Verkauf der Wetterstation habe, könnte ich mir wahrscheinlich hier so einen kleinen Ladewagen mieten, oder? Basiskosten 630 pro Arbeitstag. Ja, das hört sich doch gut an. Okay, ich würde sagen, ich lasse dann das Mähwerk einfach mal hier und fahre dann jetzt zum Shop und miete da dann den Ladewagen. Und dann würde ich erstmal Gras so verkaufen und wenn wir dann genügend Geld haben, würde ich sagen, können wir uns auch ein Bunkersilo bauen. Das sollte erstmal reichen. Und vielleicht haben wir dann irgendwann auch genügend Geld, um uns ein hier, wie heißt es? Nicht Multifruchtsilo. Na halt so ein Silagesilo. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, halt ein Silo, wo man Gras reinkippt und Silage quasi rauskommt. Ein Fermentersilo, genau. Und das würde dann auf jeden Fall deutlich einfacher und schneller gehen. Das geht natürlich aber auch nur, wenn der Mod-Hub sich mal beeilt. Und dann endlich das wunderbare Fermentersilo vergesse ich echt immer wieder. Und das wunderbare Fermentersilo von Oma Tanna in den Mod-Hub kommt. Beziehungsweise halt für Konsolen. Ach so, und ich mach mal noch schnell was für euch, damit es schöner aussieht. So, ich würde sagen, ich fahre dann jetzt mal zum Shop und wir sehen uns gleich wieder. Und was ist hier eigentlich mit diesen Pickpacks? Gehören die irgendjemandem? Naja. Kann ich ja gleich mal fragen. So, ich würde sagen, wir mieten uns erstmal den Ladewagen. Und jetzt mieten. Ja. Okay, ich spreche mal noch kurz hier mit der Dame am Empfang und dann sehen wir uns gleich draußen wieder. Okay, also die junge Dame meinte, dass diese Big Packs wohl dem Vorbesitzer eines Hofes hier gehören. Und da meiner ja der einzige Hof ist, werden die wohl dem Vorbesitzer gehört haben. Und die sind wohl schon bezahlt und alles. Und da ich ja den Hof gekauft habe, also gehören die Big Packs rein theoretisch halt auch mir. Also falls ich mal irgendwas davon brauche, warte, ich gucke noch mal kurz, was es ist. Ich weiß, Kalk war dabei. Kalk, Streusalz, okay, und Hühnerfutter. Ja, na, Streusalz können wir hier, glaube ich, nicht gebrauchen, da ich ohne Jahreszeiten spiele. Aber naja.
So, okay, also und auch das gehörte zu dem, was ich mir vorher gekauft habe von meinem Startgeld. Auf was ich allerdings auch nicht zurückgreifen will, da ich es mir ja mit Absicht schwieriger machen wollte. So, okay, dann würde ich sagen, wir fahren jetzt wieder zum Hof zurück. So, wir sind jetzt wieder am Hof angekommen und ich würde sagen, ich guck einmal, wie es gerade mit Gras aussieht und dann mähe ich eine Runde Gras. So, hier hohe Verkaufsstatistiken. So, Gras, Hofladen und Hofladen. Ja. Das sieht doch gut aus. Und ich mache mir jetzt hier mal die kleine Karte an, damit ich sehe, wo ich mähen kann. Und ich denke mal, für euch mache ich das jetzt in einer kleinen Timelapse. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun come. Okay, also ich muss jetzt erstmal Schluss machen, also in real life. Und ja, ich würde mich wie immer, wenn ihr mehr sehen wollt, über eine positive Bewertung freuen. Und über ein Abo natürlich auch. Und auch einmal, wenn ihr weiterhin meine Videos guckt. Ja, und ich denke mal, ich mache das bis zur nächsten Folge fertig und schreibt dann mal gerne noch in die Kommentare, ob ihr es cooler findet, wenn ich eine Timelapse reinbaue oder ob ich es komplett überspringen soll. Würde mich mal interessieren. Oder ob ich vielleicht so eine Kapiteleinteilung reinmachen soll, dass die Leute, die das nicht sehen wollen, wie ich ganz schnell Gras abmähe oder was weiß ich mache, dass die das dann einfach überspringen sollen. Schreibt es mir mal gerne rein. Und ansonsten würde ich sagen, tschüss. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own.